Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie auch den Eindruck, dass alles immer nur noch teurer wird? Wenn ja, darf ich Sie ausnahmsweise korrigieren. Zumindest bei Coop befinden sich Preise nämlich auf Talfahrt. Das Institut für Marktanalyse IHA weist für das Coop-Warensortiment für die ersten 9 Monate 1992 eine markant sinkende Teuerung aus, im Juni, Juli und August sogar eine Verbilligung im Vergleich zu den Vorjahreswerten. Während der Landesindex ohne Auto, Heizöl und Brennstoff, die wir ja nicht verkaufen, in den ersten 9 Monaten nur leicht gesunken ist, ist die Preisentwicklung vom Coop-Sortiment deutlich unter diesen Wert und auch wesentlich tiefer gelegen als bei der Konkurrenz. Gleichzeitig hat Coop in den 65 wichtigsten Warengruppen den Marktanteil auf über 25% steigern, was bedeutet, dass immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten in unseren Läden einkaufen. Dazu die Stellungnahme von unserem Marketingdirektor, Fred Widmer. Über Teuerung sollte man nicht nur reden, sondern auch etwas dagegen tun. Die Teuerung auf dem Coop-Sortiment ist dieses Jahr deutlich unter der normalen Teuerung. Das ist nicht einfach nur eine Behauptung, sondern es hat auch das Institut für Haushaltanalyse herausgefunden. Mit anderen Worten, der Konsument hat bei Coop können sparen. Und das gilt auch für die Aktionen, weil die Aktionen auf Artikel durchgeführt werden, die man wirklich braucht und nicht auf Randartikel. Es lohnt sich tatsächlich, die Aktionen, die jede Woche in der Coop-Zeitung und in der Tagespresse publiziert werden, genau anzuschauen. Sie sind nämlich das beste Mittel, um der Teuerung auszuweichen. Im Schnitt kann man auf seine Einkäufe 20-25% einsparen. Und wer einen Haushalt führt, der weiss, was das bedeutet. Zusammenfassend möchte ich Ihnen an ein paar konkrete Beispiele zeigen, wo die tiefen Preise bei Coop besonders deutlich zum Ausdruck kommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Bananen nämlich 10% günstiger. Und Agrumen oder Zitrusfrüchte sind 20% günstiger. Unschlagbar günstig sind das Jahr die Äpfel, die 30% weniger kosten, obwohl die Auswahl unwahrscheinlich gross ist. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Konsumenten bei Coop einkaufen. Pro Tag sind das über 1 Million. Und das sind unsere Preisüberwacher, die dafür sorgen, dass Coop preisaktiv bleibt. Günstiger sind bei Coop zurzeit auch diverse Backzutaten, die man um die Jahreszeit ja besonders gut brauchen kann. Und wie vielfältig und lustig die Guetzli sind, die man damit machen kann, das steht in dem neuen Buch, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Es heisst Guetzli, 40 Rezepte aus dem Coop Backstudio und ist von der Rosmarie Stauffer und der Gabi Stambach entwickelt und zusammengestellt worden. Das Guetzli-Buch kommen Sie von uns zugeschickt über gegen 6 rote Bonbons vom Weissmehl oder 4 grüne Bonbons vom Halbweiss, Vollkorn, Rauch und Zupfmehl. Ich persönlich würde mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wir haben vorher von der Teuerung geredet, die bei Coop nicht stattfindet. Hier ein weiterer Beweis. 2 Kilo spanische Clementine kostet bei Coop nur 3,20 und 420 Gramm Arni Prussien gibt es für nur 3 Franken. Die 1 Liter Flasche Mineralwasser normal und leger gibt es für nur 40 Rappen. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 schöne Herrenhemdli mit einer modischen Krawatte für unschlagbare 39 Franken. Und noch eine letzte Aktionsmeldung. Coop bietet Ihnen 4 verschiedene Konserven zu günstigen Preisen an. Zum Beispiel Eierravioli alla Napoletana für nur 2,20. Neben den leistungsfähigen und preisgünstigen Coop-Exklusivmarken hat in unseren Läden auch der traditionelle Markenartikel seinen festen Platz. Der Troubadour ist ein Schweizer Halbherdkäse, der zu vielen Gelegenheiten gerne gegessen wird. Er hat einen feinen Geschmack und ist sehr mild, was ihn auch bei den Kindern sehr beliebt macht. Mit dem Troubadour können Sie jetzt übrigens Ferien- oder Warengutscheine gewinnen. Und wie Sie zu dem Gewinn kommen, das erfahren Sie aus der Coop-Zeitung von dieser Woche. Vielleicht nehmen Sie die Neuheit anlässlich von Ihrem nächsten Besuch in einem von unseren Läden gerade selber mal unter die Lupe. Ja, und nach dem Posten empfehle ich Ihnen dann einen Abstecher ins nächste Coop-Restaurant. Am Donnerstag, Freitag und am Samstag, also schon von morgen an, gibt es dort nämlich wieder ein besonders günstiges Menü unter 10 Franken. Das Mal offerieren in den Küchenchefen Lachssteak Bernese mit Blattspinat und Salzherdöpfel für unglaubliche 9,50 statt 11,80. Mit dem Beitrag sind wir am Schluss vom Inforama. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder Zeit gehabt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Sie sehen dann unter anderem, wie sich der Drittwelt-Kaffee Max Havelaar seit seiner Einführung vor 6 Monaten entwickelt hat.